geht's weiter in Richtung Cauldron Lake. Hier auf einem komischen Schrottplatz oder was auch immer das war. Letztes Mal dachte ich eigentlich, das ist ein Sägewerk, aber da habe ich mich offenbar geirrt. Ich glaube nicht, dass ich mich da mit den jetzt zu Fuß herumschlagen werde. Ja, das war nämlich klar, dass jetzt ein bisschen Bagger kommt. Einfach im Kreis fahren. Das ist ja lustig. So nicht. Man darf nicht vergessen, dass die Autos nicht unbegrenzt viel Schaden aushalten. Und deswegen nicht immer ganz toll sind, um hier gegen Bagger zu kämpfen. Aber zumindest besser als zu Fuß. Ich glaube, ich habe schon alle Gegner erledigt, deswegen müssen wir hier etwas länger warten, bis wir durchfahren können. Ja. Wir können ja kurz speichern, also einfach aussteigen. Das ist natürlich sehr schön gemacht hier, dadurch, dass die linke Tür quasi nicht mehr aufgehen kann, also blockiert ist durch die Autowracks hier. Steigt er ganz gemütlich rechts aus. Oh, gibt sogar ein neues Fahrzeug. Was ist das denn? Es raucht schon ganz schön viel. Ich sehe quasi das gleiche nochmal. Nur halt ohne den Schaden des Baggers. Nochmal Speicherpunkt und habe ich genug. Ich glaube, Batterien haben wir auch genug. When I told Barry my plan back in the well-lit room, I'd acted as if I knew what I was doing. I didn't. I was operating on the shifting logic of a dream. I had to fight my way to the lake through the horrors of the night. I had to flick an old battered light switch imbued with childhood magic. I had to write a happy ending to a horror story. I had to save my wife from the dark prison she was being held in. Er klingt doch an einem tollen Plan, oder? Jetzt spinnt meine Maus gerade, oder? Ja, okay. Ich habe übrigens immer noch nicht herausgefunden, was genau mit meiner Maus nicht stimmt. Die Sachen so weit schieben wie möglich, nicht nur, dass man raus kann, es könnte auch sein, dass hier hinten irgendwie Manuskriptseiten oder irgendwas anderes versteckt sind. In dem Fall jetzt nicht, aber kann es sein. Oh, das sind wieder Scheinwerfer. Okay. Das heißt nichts Gutes. Wir haben genug Munition für das Jagdgewehr, deswegen werden wir mal die Schrotflinte liegen lassen.
I will never give her to you. Der einzige Gegner, der zwei Schüsse aushält. Der erste Schuss war natürlich in den Panzer des. Also in den Schattenpanzer reingeschossen, deswegen zählt er natürlich nicht. Schrotflinte lassen wir liegen. Gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier nichts liegt, außer da in dem Haus, also auch keine Manuskriptseite oder so. Deswegen gehen wir da gleich mal weiter. Oder schauen wir noch hier rein. Ja, da liegt irgendwie nichts. Auch wenn es so aussieht, als würden hier irrsinnig viele Sachen versteckt sein. Es ist einfach nichts. Dafür müssen wir jetzt schauen, dass wir schnell wie möglich hinter den Scheinwerfer kommen. Ganzen bösen Leute hier verbraten. Man sieht nur leider sehr schlecht hier. Nicht so gut. Puh. Es wird natürlich immer anstrengender hier. Hier noch was ist, habe ich. Ja, es ist alles leer hier. Schade. Ich habe mich so gefreut auf eine weitere Monster-Seite. Vielleicht habe ich eh eine übersehen, kann natürlich sein, aber. Ein Großteil der Story sollte jetzt schon klar sein. Auch ohne alle Manuskriptseiten. The dark place I found myself in was unlike anything I could ever have imagined. It wasn't solid, it flowed. It was conceptual and subjective. For someone else, an artist in another field, it would have been very different. I could sense the story of the manuscript all around me, the words and ideas floating in the air, poised to become real. Das ist eine sehr schöne Beschreibung über wie man wirklich Geschichten schreibt, und zwar, dass man nur so vage Ideen hat und die sich im Kopf nicht wirklich drehen, aber so herumschwirren, und man dann quasi kämpfen muss dafür, dass sie dann eine kohärente Geschichte formen. Das wird später noch viel, viel stärker hervortreten. Wie geht denn das? Ich bin ja extra ausgewichen. Verdammt. Ja, wenigstens habe ich keine Munition für den Typen verschwendet. I could see Mirror Peak in the distance. That's where Cauldron Lake was. Naja, ist noch etwas weit weg, oder? Würde ich sagen. Aber zumindest sind wir jetzt schon ziemlich weit ausgestattet. Damit dürfte raten, was jetzt kommt.
natürlich die Vögel. Nur schnell weg hier. Schauen wir es hier. Ah, sehr unfair, finde ich. Konnte gar nichts dafür. Oh. Da gehen wir natürlich zuerst speichern und nachher erst. Ich glaube nämlich, da oben geht es weiter und hier unten gibt es vielleicht noch etwas zu holen. Gehen wir mal runter, wir sind mutig, oder? Oh, da blinkt etwas, sehr gut. Kann natürlich auch eine Falle sein, also... Wie haben wir da? Ah, Jagdgewehr ist besser. Sorry, dass ich euch so viel Jagdgewehr aufdrücke, aber ich bin zumindest mit dem Schwierigkeitsgrad schwer davon überzeugt, dass es die eindeutig bessere Waffe ist. Und solange man nicht wirklich sehr, sehr wenig Munition hat, teilt es sich immer auch aus, die zu verwenden. Kurz speichern hier. Leuchtfackeln schon und 14 Brandgranaten. Dass man nichts ist. Und wieder geht's mal einen Wagen schieben. Einfach immer schön im Blickfeld halten, sobald sie sich nähern. Deswegen ist es sowieso das Zeitliche. Gut. Ausflasche. Wir haben es übrigens fast geschafft, also wir sind nicht mehr allzu weit entfernt voneinander. Die Vögel sind leider so unangenehm platziert, dass man nicht wirklich was dagegen tun kann. Das. Man sieht, die schwarzen Flecken können im Kampf doch sehr unangenehm sein. Prinzipiell bräuchten wir sie jetzt nicht mehr entfernen. So, und den Speicherpunkt sehr gut. Ich würde sagen, machen wir hier noch kurz einen Schnitt bzw. ein Folgenende und wie es dann weiter in Richtung Cauldron Lake aussieht. Das sehen wir nächstes Mal bei Let's Play Alan Wake.